Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich komme jetzt gerade wieder aus der nächsten Strategiesession mit einem Fotografen, der vorhat, seine nebenberufliche Selbstständigkeit in eine hauptberufliche umzuwandeln. Viele von euch fragen mich immer wieder, Elias, was ist das für eine Strategiesession? Für wen ist das was? Für wen ist das nichts? Wie läuft das ab? Fragezeichen über Fragezeichen. In diesem Video will ich dir jetzt einmal kurz erklären, wie so eine Strategiesession abläuft, beziehungsweise was du erwarten kannst. Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, dass ich natürlich nichts vergesse für euch. Und jetzt will ich euch einfach Schritt für Schritt das mal erklären, was das eigentlich ist, warum ich das mache und wie ich dazu gekommen bin, dass ich auch solche Strategiesessions anbiete. Also ich fotografiere selbst seit 12 Jahren schon, damals hobbymäßig angefangen. Das Ganze beruflich mache ich circa seit ich bin mir nicht mehr ganz 100% sicher, wann die ersten Aufträge waren, aber so circa vor 8 Jahren, plus minus. Mache das schon einige Jahre komplett hauptberuflich selbstständig. Damals mich fokussiert auf Premium-Hochzeitsfotografie. Dann habe ich den Schritt umgeswitcht, gerade in der ganzen Krisenzeit, auf die Business-Fotografie. Habe da Deals im hohen fünfstelligen Bereich auch abgeschlossen. Und mittlerweile seit 2,5 Jahren berate ich auch andere Fotografen, Videografen dabei, wie sie erstens mehr Kunden gewinnen, wie sie ihren Wert deutlich steigern können und wirklich gut von ihrer Dienstleistung leben können und somit auch eine gute und finanziell gut aufgestellte Selbstständigkeit meistern können. Das ist der Background. Warum mache ich das Ganze? Ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man am Anfang steht oder halt noch nicht das nötige Wissen hat, was man eigentlich benötigt, um jetzt diesen Schritt in die komplette Selbstständigkeit zu gehen, beziehungsweise wenn du komplett selbstständig bist, so die ersten Mitarbeiter anzustellen. Das habe ich vergessen zu sagen. Mittlerweile habe ich auch eine Handvoll Mitarbeiter, die mir dabei hilft, mein Unternehmen zu führen, sei es die Fotografie, sei es die Videografie oder dieses Coaching zu managen. Warum mache ich das ganze Coaching? Warum mache ich so eine Strategiesession? Grundsätzlich, die Strategiesession ist kostenlos. Da wird dir weder was verkauft noch irgendwas anderes. Am Ende der Strategiesession kannst du ein Angebot bekommen, wenn es von beiden Seiten passt. Gibt aber genauso Leute, die kein Angebot bekommen, weil es einfach von deren Seite nicht passt und von meiner Seite nicht passt. Das heißt, wie läuft sowas ab? Grundsätzlich bewirbst du dich einfach unter www.eliaskaltenberger.com. Da kommst du auf ein Formular, fragst dich da kurz ein, was ist da dabei, wie schaut das aus und so weiter und so fort, dass ich einfach mal ein paar Informationen über dich, deine Selbstständigkeit, deine Foto- oder deine Videografie habe, über die wir dann im Detail sprechen können. Das heißt, wo deine Herausforderungen liegen. Das ist wichtig, um zu wissen, einfach, wo ich dir helfen kann, wo auch deine Ziele sind. Und das finden wir dann heraus in einem Erstgespräch. Das heißt, bevor diese Strategiesession, die circa roundabout eine Dreiviertelstunde bis Stunde geht, haben wir sowieso noch ein Erstgespräch, weil die Strategiesession ist natürlich auch nicht für jede Person. Wenn du das Ganze nur hobbymäßig machen willst, dann wird das nichts bringen. Wenn du das Ganze, wenn du zufrieden bist mit deiner aktuellen Situation und gar nichts ändern willst, was wird dir dann bringen? Auch nichts. Wenn du nicht in der Fotografie oder Videografie tätig bist, dann wird diese Strategiesession auch nicht relevant für dich sein. Und wenn du nicht deinen Wert steigern willst und nicht gut von deiner Selbstständigkeit leben willst, dann wird es auch nichts für dich sein. Das heißt, die Strategiesession ist wirklich nur für Leute, die wirklich Bock haben, was zu verändern, die richtig einmal gutes Geld für ihre Dienstleistung, für die wertige Arbeit, die sie eh liefern. Also wenn du jetzt zuschaust und richtig coole Fotos oder Videos machst und dir denkst, eigentlich, es ist schon okay, aber ein bisschen mehr könnte ich schon dafür bekommen. Wenn das bei dir ist im Kopf, dann ist die Strategiesession genau richtig für dich. Auch wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es mir eigentlich ganz gut geht finanziell, keine Ahnung, an einem Umsatzpunkt, wo du sagst, hey, das ist richtig cool, so, aber es könnte ein bisschen mehr sein. So, ich könnte vielleicht schon den ersten Mitarbeiter einstellen, aber wenn du noch vielleicht ein paar Fragezeichen im Kopf hast, dann buch dir einen Termin für eine kostenlose Strategiesession. Bevor wir dann diese Strategiesession haben, haben wir ein Erstgespräch. Das heißt, ein Mitarbeiter von mir oder ich persönlich rufen dich einfach mal an, gehen ein paar Fragen kurz durch, die ich benötige für unsere individuelle kostenlose Strategiesession, damit ich dir auch perfekt helfen kann. Und wenn das dann grundsätzlich passt, das heißt,
wenn auch beim Erstgespräch herauskommt, hey, das passt, so dann machen wir uns einen Termin für diese kostenlose Strategiesession aus, wo wir dann wirklich eine Stunde komplett for free, Schritt für Schritt dein Business einmal auf jeden Kleinstnenner zerlegen und neu zusammensetzen und wirklich schauen, was kann man wie, wo, wann machen. Und wenn du dann sagst, das hat mich überzeugt, da habe ich richtig Bock drauf, dann können wir gerne über eine Zusammenarbeit sprechen. Vorher nicht. So, ich will dir auch gar nichts verkaufen, wenn du zufrieden bist. Überhaupt nicht. Wenn wir gemeinsam sehen, nach dieser Strategie-Session, dass du da richtig Bock hast, vorankommen willst, was verändern willst, und du glaubst, das, was dir der Elias, also in dem Fall ich, dir da gesagt hat, so, das bringt dich weiter und das klingt nach einem roten Fahrplan, das klingt schlüssig, dann können wir sehr gerne über eine potenzielle Zusammenarbeit sprechen. Wie das ausschaut, in was für einem Zeitraum, ich habe da verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch kein, ich quetsche dich da in ein Programm rein und mache das einfach und fertig, sondern ich schaue mir das wirklich sehr, sehr individuell pro Person immer einzeln an und will da wirklich dein Bestes. Weil ich genau weiß, wie sich Fotografen, Videografen fühlen, die einfach noch am Anfang sind oder die einfach bei irgendeinem Punkt nicht weiterkommen. Und dafür bin ich da. Genau deswegen habe ich vorher auch so eine Strategie-Session gemacht. In dem Sinne, wenn du jetzt Bock hast auf so eine kostenlose Strategie-Session, ich empfehle es dir wirklich von Herzen. Wenn ich nochmal an dem Punkt wäre, ich würde sofort machen, so ist natürlich deine Entscheidung. Aber geh einfach auf eliaskaltenberger.com, scroll ein bisschen durch, schau dir ein paar Kundentestimonials an, ein paar Interviews habe ich da auch oben auf der Webseite und unten gibt es dann irgendwo den Button, wo du dich quasi für dieses kostenlose Strategiegespräch auch bewerben kannst. Dann gehen wir das Ganze durch und hoffentlich sehen wir uns dann bald persönlich. In dem Sinne wünsche ich euch auch noch viel Erfolg, viel Spaß, euer Elias.